Griechinnen und Griechen, beim heutigen Referendum gibt es keine Sieger oder Verlierer. Es ist von alleine ein großer Sieg. Heute haben wir alle zusammen eine glänzende Seite geschrieben in der modernen europäischen Geschichte. Wir haben bewiesen, dass auch unter den härtesten Bedingungen Demokratie nicht erpressbar ist und dass sie ein grundlegender Wert und ein Ausgang ist. Wir haben ebenfalls bewiesen, dass wenn ein Volk an sich glaubt und ein gemeinsames Gewissen hat, dass er dann auch sich den größten Problemen stellen kann. Ich möchte mich von Herzen bei jedem Einzelnen von Ihnen bedanken. Unabhängig davon, was Sie heute an der Urne gewählt haben, von heute an sind wir alle vereint. Und es ist unsere Pflicht, alles das, was in unserer Macht steht, zu tun, um diese Krise zu bewältigen und Griechenland wieder auf die Beine zu stellen. Und wie einen Augapfel müssen wir nun die nationale Einheit beschützen, die wirtschaftliche Stabilität und den sozialen Zusammenhalt wiederherstellen. Ich möchte mich ebenfalls auch bei den tausenden europäischen Bürgern bedanken, die in allen großen Städten Europas auf die Straße gegangen sind und ihre Solidarität mit dem griechischen Volk gezeigt haben. Liebe Griechinnen und Griechen, heute unter den Umständen, die sich in den letzten Tagen und letzten Wochen ergeben haben, haben Sie eine sehr mutige Entscheidung getroffen. Dennoch bin ich mir der Tatsache bewusst, dass der Befehl, den Sie mir gegeben haben, kein Befehl ist zur Spaltung mit Europa, sondern ein Befehl, der unsere Verhandlungsmöglichkeiten stärkt, um eine nachhaltige Lösung zu erzielen. Ein Abkommen der sozialen Gerechtigkeit, die uns helfen wird, aus dem Teufelskreis der Austerität auszubrechen. Und diesen Befehl, diese Mission werde ich umgehend erfüllen. Wir wissen alle, dass einfache Lösungen nicht bestehen. Es gibt jedoch gerechte Lösungen. Es gibt nachhaltige Lösungen. Es reicht, wenn beide Seiten diese Lösungen wollen. Ich möchte ebenfalls betonen, dass mit dem heutigen historischen und mutigen Referendum und mit der mutigen Entscheidung das griechische Volk auf genau die richtige Frage geantwortet hat und gleichzeitig auch die Frage des Dialogs in Europa verändert hat. Es hat nicht auf die Frage geantwortet, innerhalb oder außerhalb der Eurozone. Diese Frage muss endlich vom Tisch sein. Europa kann nicht die Einbahnstraße der Austeritätsmemoranden sein. Das griechische Volk hat heute die Frage beantwortet, welches Europa wollen wir? Und es hat mutig geantwortet, wir wollen das Europa der Solidarität und der Demokratie. Morgen wird Griechenland wieder an den Verhandlungstisch treten. Unser größtes und schnellstes Ziel ist die Wiederherstellung unseres Bankensystems und die Wiederherstellung der wirtschaftlichen Stabilität. Und ich bin mir sicher, dass die EZB vollkommenes Verständnis hat, auch für die allgemeine wirtschaftliche Situation, aber auch für die humanitäre Dimension, die diese Krise angenommen hat. Gleichzeitig sind wir bereit, die Verhandlungen fortzusetzen mit einem Plan der vertrauenswürdigen Finanzierung, mit einem Plan für vertrauenswürdige Reformen, die auch vom griechischen Volk angenommen werden. Mit dem Kriterium immer der sozialen Gerechtigkeit und der Übertragung der Lasten von den sozial Schwachen auf die sozial Starken, mit einem vertrauenswürdigen Plan für sofortige Wachstumsinvestitionen in Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission. Gleichzeitig jedoch befindet sich auf dem Verhandlungstisch diesmal auch das Thema der Schulden. Vor allem jetzt, da der IWF selber in seinem Bericht dies eingestanden hat, ein Bericht, der bisher nicht Teil der Verhandlungen war, dass er gerade vorgestern ans Tageslicht getreten ist und die griechische Haltung bestätigt, dass eine Umstrukturierung der Schulden nötig ist für eine nachhaltige Lösung und für einen endgültigen Ausstieg aus der Krise für Griechenland und für Europa. Griechinnen und Griechen, zu dieser Stunde benötigt unser Land so stark wie nie Zusammenhalt und Einstimmigkeit, damit wir uns unseren Problemen stellen können. Ich werde im Anschluss sofort mit dem Präsidenten kommunizieren und werde ihn darum bitten, morgen den Rat der Parteivorsitzenden einzuberufen, damit ich sie über die Prioritäten der Regierung informieren kann, aber auch damit ich ihre
Meinungen und ihre Vorschläge hören kann. Heute feiern wir den Sieg der Demokratie. Ab morgen jedoch werden wir alle zusammen wieder Bemühungen unternehmen und unsere nationale Bemühung zur Findung einer gemeinsamen Lösung fortsetzen. Ein starker Alliierter ist dabei das Vertrauen unseres Volkes. Starker Alliierter ist die Demokratie und die Gerechtigkeit, die auf unserer Seite steht. Und ich bin mir sicher, dass wir es schaffen werden.